Auf einen Espresso. Big Five for Life im Alltag. John P. Strileckis Big Five for Life ist ein Bestseller. Ein Bestseller, den viele Menschen gelesen haben. Und wenn sie das Buch gelesen haben, dann fragen sie sich, hey, wie kann ich das in den Alltag hineinbringen? Und ich möchte hier ein kleines Bild heranziehen. Ein Bild von einem Leuchtturm. Denn was sind Big Five for Life? Für den einen oder anderen reicht es zu sagen, das sind persönliche Lebensziele. Für mich persönlich passt sehr viel besser Herzenswunsch, Dinge, die mir am Herzen liegen. Und was bedeutet das dann für mich im Alltag? Ich habe diese Herzenswünsche, sie haben eine Art Leuchtturmfunktion. Wenn das kleine Herzenswünsche sind, wenn das Dinge sind, die, ich sag jetzt mal, wirklich so im Alltag nebenher mitlaufen, stellt euch einfach mal vor, ihr habt da Gartenzwerge im Garten. Und einer der Gartenzwerge ist jetzt mal kein Gartenzwerg, es ist ein Leuchtturm, ein kleiner Leuchtturm. Und dann wächst ein Rosenbusch, vielleicht ein Flieder oder ein Lavendelbusch. Der wird größer und auf einmal seht ihr diesen Leuchtturm nicht mehr. Er kommt langsam aus eurem Fokus heraus, dieser Leuchtturm. Euer Herzenswunsch verschwindet. Ja, ihr habt ihn immer noch. Aber ihr seht ihn nicht mehr. Wenn es ein großer Herzenswunsch ist, ein großer Leuchtturm ist, naja, dann wird der nicht zuwachsen, aber kennt ihr das? Im Alltag, der Alltagslärm, man sieht manchmal die Dinge schon gar nicht mehr und dann kommt sogar ein richtiger Nebel. Es ist so viel um euch herum, der Leuchtturm ist nicht mehr zu sehen, die Funktion ist nicht mehr da. Und dieser Herzenswunsch ist nicht verschwunden, aber ihr seht ihn nicht mehr. Mein Webinar Big Five for Life im Alltag gibt hier eine Hilfestellung. In der Online-University werde ich die eine oder andere Darreichung, Handreichung geben, damit genau das, der Nebel oder das Zuwachsen im Alltag, nicht passiert und ihr eure Big Five for Life aktiv leben könnt und all die Energie nutzen könnt, die euch das bringt.